Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich noch durch die Gegend gerannt bin. Aber auf jeden Fall ein ganzes Stückchen. Und ich weiß einfach nicht, wie ich den noch weiter anlocken soll. Runter auf den Boden. Es ist egal, wie langsam ich mich bewege oder wie vorsichtig. Dieser Lautstärke-Balken springt immer ganz nach oben. Der Vorteil ist, er kann mich jetzt überhaupt nicht sehen, weil hier dieser Hügel ist. Und wenn ich jetzt hier auf den Hügel bin und der gleich weg ist, bin ich echt ein bisschen angepisst. Ja, back dich ruhig rein in den Hügel. Das kann nicht angehen. Wo bist du hin? Er ist weg. Da hast du kein Nickel. Es kann einfach nicht wahr sein. Die Tröte funktioniert nicht. Ich will eine neue Tröte. Komm raus, wo immer du bist. Mann, ich will doch nur ein Foto von dir schießen. Dann kannst du weglaufen und irgendwas fressen. Ist mir doch egal, ey. Ich will dich nicht töten. Einfach nur ein Foto. Okay, dann pirschen wir halt hinterher. Da vorne sollten ja nun irgendwelche Spuren sein. So weit kann der Arsch nicht gekommen sein. Und wenn ich den erschießen muss und dann ein Foto von denen zu machen. Langsam echt die Schnauze voll. Es wird schon dunkel draußen. Wie lange spiele ich jetzt schon? 97 Minuten. Ja. Ich habe immer noch nicht die Aufnahme kontrolliert. Aber wenn ich jetzt in den nächsten 20 Minuten kein Foto von diesem Hirsch kriege, dann war es das eh mit der Aufnahmesession, weil da bin ich so sehr gefrustet. Dass ich gar keinen Bock mehr habe. Okay, da hinten ist der Kollege. Es war ein Warnruf. Ja, schön. Fußspuren Dammhirsch. Ja, was sollte das auch anders sein, ne? Wenn er jetzt gleich den Berg hochgelaufen kommt, ne, und mich sieht und wegläuft. Wenn ich einen Jäger kennen würde, würde ich ihn fragen, was man in solchen Situationen macht. Ja, warte, 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 warte. Aber wie komme ich?
Wo ist er hin? Wo ist er hin? Alter, kann ich angeln. Da. Wie kriege ich ein besseres Foto von dir? Wie kriege ich ein besseres Foto? Kamera. Man kommt da raus aus den Büschen. Ich weiß einfach nicht wie. Wenn ich wüsste wie. Jetzt sehe ich ihn wieder gar nicht. Komm da raus. Ja, komm, trau dich. Oh, ich knall dich gleich ab, ne? Irgendwann. Komm schon, reagier doch einfach auf die Tröte. Komm doch ein Stückchen her. Das bringt auch nichts. Ich muss es riskieren, mich einfach bis bewegen. Ja, kein Warnruf. Komm. Du sollst einen Brumpfschrei machen. Ja, 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 ja. Nein, Mann. Komm da raus aus den Büschen, du Arschloch. Ich tu dir nichts. Ich weiß nicht wie. Bist du da? Komm hierher! Jetzt geh nicht weg! Oh Gott, nein, Maus! Scheiße! Das ist echt nicht dein Ernst, ne? Was macht man in solchen Situationen? Einfach abwarten und chillen? Ich sag nicht, er ist weg. Vielleicht kriege ich ihn ja auch da hinten auf das Feld getrieben.
Ups. Oh, er ist da aber noch. Ich muss es versuchen, den da hinten irgendwie auf das... Ah, nicht da lang laufen. Freie Feld zu treiben. Andere Chance habe ich nicht. In den Büschen wird das nichts. Wahrscheinlich läuft er jetzt erstmal 3 Kilometer. Oh, 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 oh. Okay, auf dem freien Feld habe ich ihn. Runter. Ja, komm hierher. Komm hierher. Komm hierher. Ja, ja. Komm schon. Du willst es doch auch. Doch, doch. Schüttel nicht mit dem Kopf. Ja. 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 Komm schon. Jetzt bleibt er nicht in den Büschen stehen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Das muss doch reichen. Dichter komme ich da niemals ran. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter. What the fuck? The land itself is actually privately owned by the Sommer family. The current head of the family is Robert Sommer, and he's very supportive of the hunting reserve. Well, as long as it doesn't get in his way. Okay, warte, ich leg das. The Sommer family business has an agricultural arm, which include the grain and corn fields spread throughout half of the reserve. Unfortunately, fallow deer love corn, and they've dug into the Petershain fields recently. Sommer usually turns to Gerlinde to keep the fallows off his fields, but she's... Alter, was, man, das war doch... If you feel like hunting some fallow deer in Petershain, Sommer will make it worth your while. Ich kann das doch alles so schnell nicht lesen und schießen und... Das war doch ein astreiner Blattschuss, Alter. Eigentlich hätte er so... tot umfallen müssen. Falls du nicht wisst, was ein Blattschuss ist, das ist Blatt, ist in der Jägersprache das Herz. Und ich hätte schwören können, ich habe den gut eigentlich angesetzt. Obwohl... Muskel, Lungenflügel rechts. Okay. Na, da ist das Herz. Okay. Räuber, Lock, Pfeife, Hase. Was, 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 was? Geldbonus. 1013. Effizienzbonus 81. Ethikbonus. Ethikbonus ist doch, dass das Tier nicht lange leiden musste, oder? Okay.
Gehe zu den Petersheiner Maisfeldern. Sind die das hier nicht? Wo ist denn überhaupt Petershain? Ach du Scheiße! Und was hat das mit den roten Flecken auf sich jetzt hier zu tun? Da habe ich schon mal Tiere geschossen, kann das angehen? Ach du Scheiße, wie soll ich denn da hinkommen? So, nur zu den Dingern kann ich schnell reisen, also zu den Außenposten kann ich schnell reisen machen. Aussichtspunkt. Wie lang geht die Folge? Ja, dann werden wir uns. Ja, da werden wir auch. Da werden wir hinsprinten, das ist egal. Toll, ich hätte das Vieh auf den Maisfeldern erlegen sollen, nicht hier. Okay, dann habe ich es jetzt leider umsonst getötet. Das war nicht meine Absicht. Aber es sind ja auch gar keine Maisfelder. Maisrundballen. Geile Sache. Ach man, ja, das wollte ich nicht so schnell mitlesen. Ach, Rothirsch, den hatten wir doch gar nicht. Missionsliste. Danke für die Hilfe mit dem Bild. Finde 5 Spuren vom selben Dammhirsch. Abgeschlossen. Nebenmission. Oh, dann hätte ich den einfach verfolgen können, wenn ich den leben gelassen hätte. Egal. Jetzt ist egal. Hallo, kannst du mal hier an dem Baum vorbeigehen, bitte? Rothirsch. Interessant. Na egal, wir sprinten jetzt trotzdem erstmal. Ja, die Richtung ist gut. Habe ich hier in den Bereichen geschossen und deswegen. Und deswegen ist es da so rot und da trauen sich jetzt keine Tiere mehr hin? Ich weiß es nicht. Oh, 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 oh. Anzeige im Hu. Ach, da ist sie, Alter. Alter, das muss ich gerade so überlebt haben. Ups. Alter. Das muss ich echt gerade so überlebt haben. Aber man kann auch von Tieren angegriffen werden, stand da. Das heißt, es gibt hier auch ganz schön gefährliche Tiere. Ups. Aber Leute, die Folge neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Oh, ich habe hier einen Wegpunkt gesetzt. Oh, falscher Knopf. Hallo? So, so ist besser. Alter, wie regeneriert sich meine Gesundheit von alleine? Ja, schrei nur so rum. Ich will auch gar nichts von dir. Ich renne ja ganz andere Richtung. Irgendwie nicht. Gibt es irgendwie Medikits, die ich mir kaufen kann? Oder geht das einfach nur mega langsam?
Und beende ich jetzt die Aufnahmesession oder? Oder? Oder nehme ich noch eine auf oder zwei? Wie spät ist das überhaupt? 18 Uhr gleich. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Okay. Gut zu wissen, dass man noch nachladen muss. Ich hätte schon kommen sehen. Klick und das Tier rennt weg. Ja, Leute. Ich glaube, ich nehme noch ein, zwei Folgen auf. Hilft alles nichts. Obwohl ich langsam echt Hunger kriege, was essen. Oh, nicht schon wieder. Okay, das sollte gehen. Aber ich werde offscreen zu den Maisfeldern laufen. Was haltet ihr davon? Ich finde das ganz gut. Leute, ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Lasst einen Daumen da, wenn ihr mögt. Und, oh, und in der nächsten Folge werden wir einen Vorteilspunkt vergeben. Bis dann, reingehauen und ciao.